Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt wird es interessant, Elton. Ja? Jetzt kommt ein Mann zu uns, der ist Profi-Billardspieler und Trickshot-Entertainer. Ach Quatsch. Ja, das heißt, er kann nicht nur einfach Bälle aus unmöglichen Positionen in irgendwelche Löcher spielen, sondern auch noch so, dass es spektakulär aussieht. Okay. Der wird uns jetzt einige Tricks verraten. Muss man gut aufpassen. Wer weiß, vielleicht kann man es ja mal bei Schlag den Rab gebrauchen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Ralf Eckert. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Eckert. Elton, Herr Eckert, was haben Sie denn da dabei? Eine Pfeil und Bogen. Naja, da ist das Kö drin. Muss ich ja mein Kö ja reintun, genau. Oh, schick, da, sowas gibt's für. Das ist ein Profikö dann. Mhm. Packen also Sie doch mal aus. Da drin. Oh, ich muss erstmal die Kugeln hier wieder zurechtlegen. Hier. Ja. Bisschen verrutscht. Ja. Ach, man muss sie vorher zurechtlegen. Ja. Ja, dann kann ich die auch reinschießen. Wenn man ein bisschen was zeigen will, muss man schon einiges Sie sind richtig Billardprofis. Sie haben das, damit verdienen Sie Ihr Geld. Das ist Ihr Beruf. Ja. Nur als Trickkünstler oder auch so, gibt es da so Ligen oder wie ist das? Ach, ich mache eigentlich noch alles. Also ich spiele auch noch Turniere, ganz normale Turniere, 8-Ball, 9-Ball und so. Ich gebe viel Training, international, mache Trickshows. Sie waren mal Europameister? Ich war auch Europaranglisten-Erster. Okay, im Poolbillard, oder? Im Poolbillard, im 9-Ball damals, ja. Okay, das heißt, wenn Sie anfangen, habe ich eigentlich gar keine Chance, theoretisch, oder? Ich komme gar nicht dran. Ja, wenn es gut läuft, dann würde ich sagen, lassen wir dich besser nicht drankommen, oder? Ja. Ein bisschen Erfahrung hast du ja schon, oder? Ein klein bisschen, aber nicht wirklich gut. Ja, dann zeigen Sie mir doch mal, was Sie machen können. Sie machen aber mit Ansage, ne? Nicht, dass Sie nachher sagen, das war so gewollt. Sie sagen, was jetzt gleich passiert. Also ich probiere das mal. Moment. Ja. Also hier liegen mal 3 Kugeln. Moment. So, so. Und so. Die passen auch. Weiße liegt hier. Die fehlt irgendwo? Nein, eigentlich nicht. Ja, in der Hand hast du die. Ach doch, da. Okay. Pass auf. Wie du siehst, die brauchen wir erstmal nicht. Wie Sie das sagen? Pass auf. Der Kö ist, glaube ich, für euch gedacht, oder? Machen Sie auch synchron für Mafiosos? Also ich fange mal mit dem ersten Schuss an. Ich versuche mal hier die 3 Kugeln reinzumachen. Eine da und die andere da. Okay. Ich bin gespannt. Genau. Sie müssen sich konzentrieren. Vielleicht diesen Ton gewöhnt man sich wahrscheinlich einfach. Beim Billard ist immer sehr leise. Das müssen sich mal alle konzentrieren. Da sprechen wahrscheinlich alle immer sehr leise. Aber hallo, ja. Aber hallo. Okay. So. Okay. Das war schon mal sauber. So. Wie groß war jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen das gelingt? Ich würde sagen 87,34%. 87,34%. Okay. Jetzt kommen wir mehr zu den 70%er. Okay. Okay. Wir probieren mal die nächsten 3 Kugeln. Die 6 in die Mitte, die 9 hier, die 2 da. Und die Weiße, wenn die über 3 Banden zufällig noch die 3 reinmacht, dann ist es ziemlich gut gelaufen. Das probieren Sie auch noch? Mhm. Das heißt, Sie machen die 3 rein plus die? Es muss ja was passieren. Ja. Okay. Toi, toi, toi. Und die Weiße kommt auch perfekt. Ich habe nichts gesehen. Alles korrekt, okay. Aber es stimmt, es war natürlich ein Foul. Hätte ich nicht machen dürfen. Ne? Ja. Und beim Foul hat man natürlich Ball in Hand. Das heißt, jetzt sagen wir die Weise, wo man möchte. Mir die Weise verlegen. Und wenn ich die Kugeln hier so sehe. Ball in Hand. Ja, so Ball heißt es. Das heißt. Das heißt beim. Ja. Ja, ich bin ja gespannt. Okay. Okay, los geht's. Bin ich mal gespannt. Ja, Wahnsinn. Alle bis auf die 8. Sehr gut. Sehr gut.
Sie zeigen uns gleich noch ein paar weitere Tricks. Wir machen erst ein kleines bisschen Werbung und dann hier noch ein paar spektakuläre Tricks beim Design. Bis gleich. Dann sind wir wieder zurück. Ralf Eckert. Sie waren jahrelang auch in der deutschen Billard-Nationalmannschaft. Das gibt es tatsächlich, eine Nationalmannschaft im Billard. Ja, was es alles gibt, genau. Ja, okay. So, was haben Sie jetzt vor? Kann ich auch mal mitmachen oder immer nur Sie? Naja, ich habe gedacht, meine Kollegen, da gibt es so einen speziellen Trickstoß. Die verwenden immer, wenn sich jemand auf den Tisch legen muss, meist so vollbusige Blondinen. Und ich habe gedacht, dann nehme ich doch eher vielleicht den Elten. Was? Das machen Sie so Shows auch so? Wie Comedy in so kleinen Theater mit so einem Billardtisch und erzählen? Ich versuche die Leute schon ein bisschen zu unterhalten, dass das passiert. Und ich meine, wenn der Elten sich auf den Tisch legt, das ist doch super. Elten. Du legst dich da drauf, wir legen Spaghetti auf dich und essen die dann auch. Ungefähr so, ja. Ach, ich soll nur jetzt erstmal so machen. Ja, also. Nee, legen. Ganz hier. Der bricht doch zusammen. Mit Hüfte hier. Nein, etwa. Nein, der bricht nicht auf zusammen. Auf die Seite, auf die Seite. So etwa, ja? So, ja? Okay. Kannst du das nochmal machen? So, guck mal, geht doch. Ja, ruhig bequem machen. Mach's dir bequem, ja? Wunderbar, wunderbar. You can so, und jetzt baue ich diesen Köh eventuell. Ja. Den lege ich jetzt nämlich mal hierher. Was machst du? Ich lege hier so einen Köh hin, der braucht ihn nicht weiter zu stören. Ich habe ein bisschen Angst. Nein. Das spielt sich alles hinter deinem Rücken ab, das ist nicht so schlimm. Ja, das ist ja das Schöne. Okay. Ich gebe hier ein immenses Effet aus dieser Richtung. Die Weiße geht in diese Richtung rüber, überlegt sich an der Stelle, macht eine Kurve, geht da rüber und macht dahinter dir die zwei Kugeln rein. Aha. Das ist der Plan, okay? Ohne die Wand hinten zu berühren. Ohne hinten. Sie hauen da so viel Effet drauf, dass sie auf dem Tisch dann irgendwann wieder zurückkommt. In die Richtung und wieder zurückkommt, genau. Aha, okay. Okay, probieren wir das mal. Mhm. Yes! Sauber! Das habe ich schon mal probiert, das hat nie geklappt bei mir. Was mache ich falsch? War ich nicht gut? Also. Haben Sie was so ein Kneipenbillardspieler wie ich auch kann? Ja, probieren wir es doch mal. Hier, wie wäre es denn? Ah, die 8 haben wir auch noch da. Mal auf, die Weiße. Ja. Guck mal hier. Typische Situation, ne? Ja. Ich habe die Halben. Okay. Ich muss alle Halben reinmachen, die Weiße und die Schwarze soll draußen bleiben. Ja. Rechtes Effet, behalte den Gegner gut im Auge. Okay. Ja. Und mach die zwei Halben rein. Wahnsinn. Probier das nochmal. Okay. Ja, sauber. Probier das nochmal. Das heißt, wie durch den Effet, Sie haben ja gar nicht, das gilt aber als Stoß, obwohl der ganz soft war, ja? Es wird sich wohl kaum ein Schiedsrichter trauen, mir einen Foul zu geben. Na, natürlich. Okay. Ja, okay. Das Prinzip. Okay? Das gilt aber, ja? Nein. man muss den richtig. Also in der Trickshow gilt alles. Ist eine Trickshow, ja. Aber im richtigen Spiel würde das nicht gelten. Ne? Okay. Dumme Sache, ja. Ja, dumme Sache. Und dieses, wenn der Ball dann so zurückkommt, das müssen wir auch nochmal zeigen, weil das habe ich schon mal probiert, aber da gehen meistens die Billardtische kaputt. Hier sieht man auch schon einige Einschläge, ne? Ja, das ist. Das ist erlaubt im richtigen Spiel oder auch nicht? Das ist erlaubt. Ne? Also wenn wir zum Beispiel hier sowas haben, das ist ein bisschen schlichter. Ja? Ja. Da kannst du ja einfach mal versuchen, in die Richtung zu spielen. Diese Richtung. Ja. Dann nimmst du das Köh immer steiler, behältst die Richtung bei. Ja? Ah, okay. Und dann, solange die Richtung beibehältst und dann ungefähr hier auf 5:30 triffst. Ja? Und dann mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit. Ja. Arbeitest, dann kann man beide Kugeln ran. Ne? Also ich will nur mal, dass die rückwärts fliegen. Also wenn ich einfach hier, wo muss ich dann treffen? Wo muss ich treffen? Ganz steil, also noch mehr so. Noch so mehr so, ja. Und dann, wie halte ich das hier fest dann? Am besten so, hier, wenn du hier dran gehst. Okay. Ja. So. Genau. So. Bisschen höher, damit du mehr Schwung hast. So. Höhe, mit der Hand höher, okay. Mehr Schwung hast. Genau. So? Genau, aus deiner Sicht jetzt etwa 5:30, 5:30. Was ist denn 5:30? Da ist 12 Uhr, da ist, genau. Ja, okay, so. Steiler. Und dann mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit. Ja. So hoch ist hoch genug oder mehr? Ja, das ist gut, das ist gut.
Naja. Ja, man sieht aber, dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht. Also selbst wenn man es versucht nachzumachen und erklärt bekommt, ist es nicht so einfach. Also das ist schon eine hohe Kunst. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie das so hinbekommen haben? Also ich bin jetzt 32 Jahre dabei. Okay. Die erste Trickshow habe ich vor 29 Jahren gemacht. Haben Sie auch mal einen richtigen Beruf gemacht? Oh ja. Nämlich? Betriebsschlosser habe ich gelernt und Kaufmann im großen Außenhandel später noch. Okay, und vielleicht demnächst noch Synchronsprecher. Elton. Ja, was? Okay. Ja, du bist zu Ende, du kannst abholen. Ja, das war's schon jetzt für heute. Vielen Dank, dass Sie da waren. Applaus, meine Damen und Herren, für Herrn Eckert. Am Samstag, 20.15 Uhr, live hier bei ProSieben der Bundesvision Song Contest. Und jetzt kommt Are You There, Chelsea und Elton. Kriegst ihn auch nicht rein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen.